Hi. Da sind wir wieder. Und das ist so, ach, was soll's. Und wir haben keinen Plan. Wärst du gerade noch bei der stehen geblieben, hätte ich noch sagen können, dass Snow gerade in dem Geländer drin stand. Das kann man auch noch sehen, wenn man ganz am Anfang hinschaut, aber naja. Darüber soll sich der Kerl da unten das Genick brechen. Brav. Gut, also kein Plan, was los war. Die Kinder haben ihre CD und jetzt weiß ich nicht, geht's wieder zurück zum Labor oder so? Ich bin völlig raus. Das war jetzt die letzte CD von dem Kerl. Das nächste, was zu tun sein sollte, wäre doch. Ne, im Labor haben wir alles. Dachte ich mir eigentlich auch, ja, aber Im sonst. Labor hatten wir den Kerl besiegt und Ende. Genau. Du bist dieser komische Beizkerl, nö? Genau. Ich glaube, das nächste, was zu tun wäre, wäre mal vielleicht das, die Baustelle besuchen. Die keine Baustelle mehr sein dürfte jetzt. Stimmt, die Treppe. Die gab's ja auch noch. Zumindest kommen wir da ziemlich bald hin, wenn das nicht wirklich von jetzt ist. Was ich leider nicht mehr im Kopf habe, weil ich diesen Part nicht mehr im Kopf habe. Was ist der kürzeste Weg? Ab hier oben rüber, ne? Weil doch eher über Peritos. Glaube, das geht in dem Fall sogar fast leichter so. Einfach weil du da nicht wieder gegen diese Person kämpfen musst. Die man ja am oberen Ende des Aufzugs jedes Mal bekämpfen darf. Ja. Weil Game is stupid. Nein, das war ja Das ist der einzige falsche Weg gewesen. die Kordelhexe. Was habe ich eigentlich momentan für ein Team? Pokémon. Sieht gut aus. Ja, es ist eigenartig. Aber ich hab's also, was du da irgendwann aus irgendwelchen Gründen mal gesagt haben, ist okay so. Ja, das war das Team, was wir uns zusammengestellt haben, um diesen blöden Kerl irgendwie Platz zu bieten. Ja. Stand der aber beide schon immer hier. Ja, nee, teilweise nicht. Ah, genau. Aha. Sag ich doch. Ja. Endlich sind die Bauarbeiten am Turm beendet. Hat aber auch ewig lang gedauert. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt zu Hause war. Du solltest dir das mal ansehen. Unglaublich groß, strahlend. Ganz einfach imposant. Es ist unangenehm, imposant. Komm, der war so flach, den hab nicht mal ich mich getraut zu bringen. Den Und mag das ich nicht. heißt schon was. Ja. Bei Basisteam Krypto, ein Riesenturm mit prächtigem Kolosseum für PKMN-Turniere. Hey, die Musik ist neu. Ich höre davon noch so viel. Sagen wir so, das ist hübsch geworden, ne? So ekelhaft fancy. Wie man sich einfach Silbermogelbaum dahin stellt. Dieses Überdrehen einfach. Auf einem Springbrunnen. Witzigerweise erinnert mich dieser Ort hier so unglaublich an Las Vegas. Du hast einen riesigen fancy Ort in der Wüste stehen einfach. Ja, doch. Mit ganz vielen komischen Holo-Kristallen auf Holo-Emporen und Holo-Stäben. Aber die sind cool. Ja. Aber das sind zwei nicht Holo, sondern vollkommen echte Menschen. Ja, effektiv nicht Holo. Rechts vor links. Ja, hast du auch mal. Wir haben Sie schon erwartet. Bitte treten Sie doch ein. Willkommen im Lagerturm. Heute feiern wir unsere Eröffnung. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das Schloss muss ich nochmal sehen.
Die geht aber nicht wieder zu. Schade. Da kannst du sie nochmal sehen. Übrigens, okay. Das ist ein interessantes Stadtbild, ne? Ja, schon irgendwie. Übrigens, du wirst gleich sehen, wie unglaublich ineffizient dieser Turm gebaut ist. Ich merke das. Dieser Türen ist ein Haufen Ineffizienz. Okay. Ich weiß, ich spoiler hier rum, aber trotzdem. Dreh die Tür. Okay. Also ein Rollbrett, aber mit Magneten und schwebend. Nur um in einen weiteren winzigen Raum getan zu werden. Ineffizienz pur. Die Trinker-Leute haben es ja. Mach das ist mal. Ein alter Mann. Was ist denn mit Euro? Ich kann alte Männer nicht mehr. Konntest du die je? Habt ihr euch etwa verlaufen? Dann werde ich euch gerne den Weg zeigen. Fistelstimme, Fistelstimme. Oder auch nicht. Ist die Stimme plötzlich so hoch? Was wollen ich euch führen? Meine Garage. Nun, wenn ihr unbedingt wissen wollt, dann solltet ihr es natürlich auch erfahren. Bei Verderben führe ich euch und meine Garage. Was denkt ihr denn? Glaubst du nicht, dass das im selben Satz verwendet werden konnte? Euer Verderben, meine Garage, ist nicht dasselbe. Ja, das habe ich damit angespielt. Oh mein Gott, wieso können die Bösewichte eigentlich keine normalen Pokémon haben? Da müssen immer irgendwelche Unrat oder irgendwelche Viecher oder irgendwelche schlechten Vögel oder Hunde oder so dabei haben. Ah. Ja. Das macht den ganzen Boden dreckig. Egal. Muskulane muss hier eh noch durch, ist auch noch weggebaut. Die arme Bodenhygiene-Fachkraft oder wie der politisch korrekte Name da heißt. Raumreinige? Oder es gibt sowas wie Reinigungsfachkraft. Eisstörung. Okay, Eisstörung. So, okay. Jonas, ja. Kudox. Bei beides, ja. Ja, Eis gegen Gift bin ich mir nicht sicher, aber. Naja, aber hier bringt er noch den Bestand. Lass mal schauen. Ich hab doch eher Kudox als Slimer, oder? Ja, Slimer als Kudox, würde ich sagen. Okay. Jo. Wow. Tut viel. Warum? Aber ich habe die Initiative gesenkt. Ja. Oder war das der Fehler, den ich immer mache? Ich der Meinung bin, dass Käfer-Pokémon gegen Eis schwach sind. Und sie es nicht sind. Oder sind sie es doch? Ich weiß aber es nicht. Jedenfalls gerade ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Slimer ist jetzt sauer. Ja, ja. Doch eher Katsuri oder doch eher Kryptoschlag? Kryptoschlag macht in dem Fall mehr Schaden. Okay. Der Kudax muss ich dann so auch wegbekommen. Ja? Keine Ahnung, kommt auf die physische Stärke von Sneebel an. Einfach reinnahmen. Los mit Damiplex hinterher. Genau. Übrigens, kurze Frage: Nimmst du eigentlich den Bildschirm ganz auf, oder? Ich nehme momentan leider nicht ganz auf, weil es sonst nicht geht. Das heißt, die Leistungswarnmeldung, die Copyright-Geschütze und so weiter werdet ihr jetzt sehen. Jetzt seht ihr es nicht mehr. Deswegen wollte ich gerade nachfragen, ja. Nee. Warum meine Stimme gerade so anders war, weil ich mich ganz weit nach vorne lehnen musste. Oh mein Gott! Ja. Ja, da muss ich die Rückenmuskeln anspannen, um das Gleichgewicht zu halten, und das geht auf die Lunge. Das sage ich gar nichts. Der Gesichtsdruck des Kerls passt. Ich wollte gerade sagen, das war interessant. Ich hab nicht. Mir war es, dass die Mundwinkel wirklich einfach so konsequent runden gehen. Ja, sich. Was? Das geht der Gedankenlesen des Kerls. Ja, ja. Ich hasse nicht. Denk dir, dass meine Pause zu kurz. Ich sehe nichts. Weil ich so nicht sicher bin, dass das kein durchsichtiges Glas ist, sondern einfach komplett nicht transparent schwarz. Ich glaube, genauso durchsichtig wie meine Brille.
Also diese komische Metallplatte, die ich mir auf die Augen knalle. Ja, die muss durchsichtig sein, die ist noch viel cooler. Nur der weiße Streifen in deinem Gesicht. Ja. Der ist, um dich von anderen abzuheben, damit die Queen dich sofort erkennt. Ach, das war dieses komische Beine und so weiter. Die Queen mit seinen ihren Kapadoras, was weiß ich. Der hier ist Queen. Okay, Masse, okay. Ja, hau mal rein. Gut, das heißt, wir hatten vor Elektro, ist nämlich Erfmann, wir werden ganz viele Giftblumen bekommen. Nicht unbedingt. Aber bedingt schon. So viel dazu. Beryl, ist das nicht irgendein Mineral? Sagen wir so, ich schon. Aufgehört zu spielen habe ich eben in diesem Block hier, also. Also nicht in diesem Raum hier, aber in diesem Block. Übrigens ist ein unglaublich großes Bild von Roselia. Ja. Wenn man bedenkt, dass Roselia gerade in diesem Spiel unglaublich klein ist. Ja, doch. Okay, Teamaustausch. Und Unscreen-Ball geht. Meinst du nicht? Du meinst, wir kommen damit klar, ja? Okay. Du hast momentan eigentlich somit das stärkste Team noch drin, also ein relativ starkes Team von den Leveln her drin. Und du bist doch die eh alle dekryptorisieren, oder nicht? Nicht zwangsweise, aber okay, wenn du meinst, das passt, dann passt das wohl so. Obwohl, ich mein... Ne, Moment. Ich meine, ich weiß ja jetzt, was jetzt gleich kommen wird. Okay. Oder kommen kann. Kann ich mal dein Team sehen? Ich meine, du bist ja ein Stück weit besser gelevelt als ich. War mit deinem Mantax und so. Hier ist gut drin zu haben. Ja, es ist. Versuch's einfach mal so, wir werden einfach weiterschauen dann. Okay. Ich wähle diesen Ausgang. Da kamst du zwar her, aber da gab es dann zwei Wege links und rechts. Genau. Nachdem du das letzte Mal rechts vor links hattest, kannst du es jetzt umdrehen. Einfach nur, weil es geht und weil ich auch noch was sagen will. Und noch mehr Ineffizienz. Spielbrett. Ineffizienz. Aus dem Weg, Vibe. Aus dem Weg, Vibe. Nope. Also für den anderen Weg gehen. Ja. Ist garantiert nicht besser, aber. Und noch viel mehr Ineffizienz kommt jetzt. Boah. Das aber nur existiert, um eine weitere Schiene lang zu fahren. Unglaublich. Ich drehe mich heute gerne irgendwie. Das ist schön irgendwie. Zu viele Glastunnel. Und so viel Ineffizienz. Noch mehr Nope. Ja, du hast ja oben neben der Haltestation noch einen Weg. Okay. Ach Moment, das ist jetzt aber ein anderer Raum, als wenn ich gerade hoch und dann rechts gegangen wäre, hm? Nach oben geht's nicht, nach rechts. Ich? Nach links. Nach links, okay. Ich glaube, dann umgehe ich die Queen erstmal so ganz taktisch und überlege mir dann, gegen wen der wahrscheinlich drei Personen ich als erstes kämpfe. Und höchstwahrscheinlich wird die dritte Professor Culpa sein. Sag ich jetzt einfach mal so voraus. Lass dich überraschen. Wann dann beim Preis? Boah. Noch ein unnötiger Raum. Was mich wundert, ist das hier Untertag oder haben wir einfach Nacht, wenn ich in diesen Räumen drin bin? Weil ich meine, hier ist ja nur wirklich helllichter Tag. Und Metallkuppeln. Wir haben keine Fenster und kein gar nichts. Auch was drumherum hier, ach du meine Güte. Tipp, wo geht's am. Wo will ich am ehesten lang? Das weiß ich nicht mehr. Toll.
Aber ich würde sagen Ladies first, also. Komische Regel. Willst du durch diese Tür? Nein. So, aber nein, auswählen ist immer die beste Idee. Du hast anscheinend vor gar nichts Angst. Oder? Jenny. Genie. Genie. Quit living on dreams. Das war bewusst. Dreams. Ja, nun, lass mich doch. Das ist schlecht mal, Alter. Oh mein Gott. Wie viel dazu? Ich hab irgendwie gehofft, dass du mit Sneebel. Du kannst wenigstens. Auf. Will ich so ein Flora haben? Ja doch, ich habe recht wenig Pflanzen. Hm. Ist das Avira-Fenster deins oder meins? Ich habe keine Avira. Warum kann ich meines dann nicht schließen? Weiß ich nicht. Egal. Wenn es einen Eissturm gibt, dann kannst du nicht schließen. Sehr effektiv und macht voll viel Schaden. Das liegt halt daran, dass es sich aufteilt auf zwei. Ne? Gut. Die Frage bringst du also Flora um oder nicht? Ich will's versuchen, nichts zu tun. Die liebt aber Pflanzen-Pokémon, kann das sein? Hunger! Wäre echt cool, wenn nach Wachstumspunkten wirklich ein bisschen das größer dargestellt werden würde. Ja, aber das wäre komplett breaking, stell dir das mal vor. Und ja, das war beabsichtigt, dass ich das im Eis schon verwende, weil wegen Initiative. Ja. Das Problem ist gerade eh die Tatsache, dass das Avira-Fenster sich irgendwie aufgehangen hat. Weil es nicht anklickbar ist und immer im Vordergrund liegt. Okay. Ich denke mir so halb über den Bildschirm. Ich versuche irgendwo mit dem Taskmanager was zu regeln. Ich den Kampf mal alleine. Und dann ist der auch der nicht. Das ist mit Sonnenlicht, Solarstrahl also. Ja. Ich tippe dabei aufs Nebel. Aber das könnte das überleben. Keine Ahnung. Nur ich glaube, ein Kryptoschlag ist zu stark. Geht so nicht. Okay, wie viel Leben hat das noch? Kratzfurie sollte es theoretisch auf jeden Fall überleben. Praktisch habe ich keine Ahnung. So. Hypnose vielleicht auch noch mal hinterher. Wenn's ja, passt. Wenn ihr. Ja, das überlebt das so locker, das glaubst du nicht. Die Animation ist so unendlich lang. Mhm. Oh, passt. Aber. Nein. Tschüss. Derp hier flex von mir. Ich bin ein reicher Moment. Ich bin ein reicher Moment. Ich hab aber keins. Ja, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was es sich da verwendet hat als Item unerlaubterweise. Ich habe auch nur überspringen, also überflogen kurz, aber da stand sowas in der Art wie Lamiaplex hat versucht, ein Eichen zu wenden, aber es hatte keins dabei. Deswegen meine Aussage gerade. Toll. Habe ich hier irgendwas Schnüffel und so weiter? Nö. Habe ich eigentlich neue Bälle gekauft? Habe ich nicht, egal. Du hast 8 Superbälle und 2 Hyperbälle, das ist eigentlich keine schlechte Anzahl. Reicht ja, denke ich mal. Wenn es nicht klappt, dann hybridisiere ich nochmal. Problem ist ja, das ist ja nur so ein Pop-up bei Avira und kein richtiges Fenster. Ja, ich rede die ganze Zeit darüber, weil. Ja, es ist ja okay, haben auch ein Gesprächsthema. Und deshalb wird das auch nicht in meinen Prozessen angezeigt. Ah! Aha, ich hab's von Flora. Das war viel zu leicht. Mhm. Nein.
ist ja gerade verloren, hier kann was passieren. Puff, weg ist sie.